Hi, ihr kriegt heute noch ein paar Last-Minute-Tipps von mir fürs Abi und ich hoffe, man hört den Regen nicht. Ja, ihr schreibt ja nächste Woche schon, deswegen sind jetzt wirklich so die letzten Feinschliffe, sage ich jetzt mal, wie ihr am effektivsten noch eure Zeit nutzen könnt und sie aufteilen solltet. Deswegen hier kriegt ihr jetzt schon mal die Gliederung vom Video und zwischendurch wird sich auch noch meine Freundin von mir, die auch letztes Jahr Abi gemacht hat, mit dazu melden. Und wir fangen jetzt einfach an. Okay, erstmal zum Allgemeinen. Der größte Punkt und ich glaube auch der Punkt, den die meisten dann im Nachhinein sagen, ist, stresst euch nicht so unglaublich da rein. Das ist natürlich total schwierig nachzuvollziehen, wenn man gerade in der Situation drinsteckt, aber wenn ihr es schafft, euch nicht so zu stressen, dann probiert es mal aus. Dann, ganz großer Punkt ist, macht einfach Probeabis. Also vor allem, wenn es jetzt so kurz vor den Prüfungen ist, ihr braucht echt nicht noch irgendwie probieren, Zusammenfassungen zu schreiben oder so. Macht einfach Aufgaben selber. Was auch vor allem in den schriftlichen Prüfungen gilt, ist, dass ihr Probeabis macht. Egal in welchem Fach jetzt. Also ich würde sagen mindestens 2, vor allem in Mathe dann auch nochmal mehr. Genau. Aber macht sie auch ernsthaft durch. Also schaut sie euch nicht nur an und denkt euch, ja, kann ich oder ja, ist ja eh egal. Sondern macht sie dann auch mal ernsthaft durch, weil das simuliert einfach nochmal die Prüfungssituation viel besser. Oft sind ja die Aufgaben in den Klausuren auch nochmal anders als dann die im Abi endgültig. Und bevor ihr dann da sitzt und die Aufgabenstellungen nicht mehr wirklich versteht, weil ihr euch eben nicht da eingearbeitet habt, dann macht lieber mal ein Probeabi mehr. Genau, und nehmt es auch ernst. Das heißt, wenn ihr eine Aufgabe nicht auf Anhieb schafft, dann probiert es wenigstens mal weiter, bevor ihr gleich in die Lösungen schaut und tut auch mal den Taschenrechner weg, zum Beispiel in Mathe, um einfach wirklich die realen Bedingungen nachzustellen. Noch eine kleine Message, und zwar, dass ihr euch nicht verrückt macht. Also vor allem kurz vor den Prüfungen macht es keinen Sinn, euch noch verrückt zu machen. Und was ihr in den 5 Minuten vor der Prüfung nicht könnt, das könnt ihr dann auch in der Prüfung nicht. Also bleibt einfach entspannt und selbstbewusst. Und vertraut darauf, was ihr schon könnt, so die grundlegenden Skills und nicht die kleinen Details, die irgendwo noch herumschwirren. Und eine Sache, die mir sehr geholfen hat in der Prüfungsvorbereitung, waren Fehlermanuskripte. Was das ist, zeige ich euch später einfach an einem konkreten Beispiel. Wenn ihr noch irgendwo Zusammenfassungen braucht oder generell Tipps irgendwie haben möchtet, schreibt mir einfach. Also ich vermute, dass eh die meisten meine Nummer haben werden. Und ansonsten schreibt mir halt einfach über Instagram und wenn ihr mich nicht über Instagram gefunden habt, dann hallo. Hallo erstmal, wer bist du? Für die Leute ist dann unten in der Videobeschreibung mein Instagram. Okay, das war's jetzt auch vom Allgemeinen. Starten wir gleich mal in Mathe. Wenn ihr jetzt wirklich sagt, okay, ich habe noch so viel Zeit, die ich in Mathe reinstecken will und ich will wirklich eine richtig gute Note rauskriegen, dann kann ich euch empfehlen, schon Zusammenfassungen zu schreiben, aber das sind nicht wirklich Zusammenfassungen. Okay, wir springen jetzt einfach mal in so eine Rezept-Zusammenfassung rein in Mathe. Und zwar, ihr seht hier die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und das sind praktisch die Schritte, die man abgehen muss, wenn man jetzt eben ein Lot auf eine Gerade erstellen muss. Das heißt, ich habe mir nicht aufgeschrieben, halt theoretisch, wie die Sachen definiert sind und so, sondern einfach wirklich die Schritte, die man durchgehen muss und dann auch an einem konkreten Beispiel. Also bei diesen Rezeptzusammenfassungen geht es eher darum, was muss ich machen und nicht darum, was muss ich wirklich wissen. Und dieses Machen, das einfach in so einer Art wirklich Muster in seinem Kopf abrattern zu können, also zu wissen, okay, es ist danach gefragt, also muss ich das und das machen. Ein anderer Punkt sind eben die Fehlermanuskripte, die ich vorhin schon angesprochen habe. Und in Mathe sahen die bei mir so auf, dass ich halt eben Probeabis durchgerechnet habe und dann die Sachen, die ich falsch hatte, habe ich aufgeschrieben, habe gesagt, was war, wonach war gefragt, was habe ich nicht richtig hinbekommen und dann, wie hätte man es machen müssen. Und so habe ich das eben nochmal einfach wiederholt, was man machen muss und wirklich meine persönlichen, konkreten Fehler gesehen. Macht es einfach. Das hat mir wirklich viel geholfen. Und ansonsten kann ich wirklich nur sagen, macht so viel Probeabis, wie es mir geht. Ich glaube, ich habe noch ein Video, wie mein Blog damals aussah in Mathe. Ich habe einfach wirklich sehr viel gerechnet und dann immer abgehakt, dass ich meine ganzen Korrekturen gemacht habe und ich habe da jetzt nicht auswendig gelernt irgendwas. Genau. Deswegen, das waren meine Tipps für Mathe. Dann machen wir jetzt einfach direkt mit Deutsch weiter. Punkt Nummer 1 ist, du musst wissen, was deine Lehrer wollen. Also am idealsten ist es natürlich, wenn der Lehrer mal Musterlösungen aufgeteilt hat. Aber wenn du das noch nie gemacht hast, rede einfach mal mit deinem Lehrer. Frag ihn mal, ja, hey, was für ein Aufgabenformat denken sie denn könnte mir am besten liegen?
Oder wo denken Sie, dann habe ich noch meine Schwächen, auf die ich mich jetzt nochmal konzentrieren sollte in den letzten Tagen? Und einfach nochmal so signalisieren, hey, ich bräuchte jetzt nochmal wirklich Ihre Hilfe, um noch das Beste herauszuholen in den letzten paar Tagen. Die Sache, die vermutlich am effektivsten ist, ist Probeaufsätze schreiben. Und, also ich glaube, ich kenne niemanden, der das gerne gemacht hat. Also wenn ihr jetzt wirklich Zeitprobleme habt, beziehungsweise ihr denkt, ihr müsst noch relativ viel vorbereiten fürs Abi, probiert nicht irgendwelche Epochen zu lernen. Schreibt lieber Probeaufsätze, das wird euch mehr bringen. Wenn der Lehrer so nett ist und es euch korrigiert, dann könnt ihr da wirklich nochmal sehen, okay, welcher Teil bereitet mir denn am meisten Probleme. Und dann müsst ihr auch nicht unbedingt immer komplette Probeaufsätze schreiben, sondern könnt einfach nur die Teile schreiben, bei denen ihr halt Probleme habt oder die halt euch am schwierigsten fallen. Der nächste Punkt ist, lernt bestimmte Formulierungen auswendig. Also wenn der Lehrer euch mal Musterlösungen gegeben hat, nehmt euch da einfach die Formulierungen und Redewendungen raus. Ansonsten habe ich, das seht ihr jetzt hier unten bei mir in meinem iPad, ich habe verschiedene Formulierungen für verschiedene Gattungen und lernt die einfach auswendig und baut die auch wirklich mal ein. So bestimmte Fachterminologie, vor allem wenn ihr jetzt halt ein gutes Abi schreiben wollt, ist einfach sehr, sehr wichtig, um zu signalisieren, hey, ich weiß, was ich mache, ich bin vorbereitet. Dadurch, dass ihr euch vorher schon mal so welche zurechtlegt, die ihr auch vielleicht schon mal eingebaut habt, könnt ihr die dann auch einfach in eurer Prüfung einbauen. Und dann zur Aufgabenwahl, was ja auch für einige immer ein bisschen ein Struggle ist, würde ich sagen, dass ihr euch mindestens 2 bis so maximal 3 Aufgaben aussucht. Ihr schaut dabei einfach darauf, was in den vorherigen Jahren am besten funktioniert hat, also so in der 11. und 12. Aber auch, woran ihr vielleicht Spaß hattet, wobei ihr gute Noten hattet oder wo auch das Bauchgefühl gut ist. Ein Punkt noch zur Interpretation, und zwar, du kannst dir echt alles aus den Fingern ziehen, also kannst da hinschreiben, was du willst, solange du es eben begründest und halt gut begründest mit dem, was du halt in der Analyse herausgefunden hast. Dann zeige ich euch jetzt nochmal kurz ein Beispiel, wie ein Deutsch-Fehlermanuskript bei mir aussah. Ich habe also praktisch einfach die Korrekturen, die bei mir am Rand standen, genommen, aufgeschrieben und gesagt, was ich hätte besser machen können. Jetzt noch ein Punkt zu den Vergleichswerken. Jetzt noch ein Punkt zum Vergleich. Ich würde euch empfehlen, einfach verschiedene Vergleichswerke. Im optimalen Fall habt ihr ja welche gelesen in der Schule. Diese Vergleichswerke euch vorzubereiten für den Vergleich. Ihr seht, hier habe ich einfach verschiedene Vergleichswerke mir wirklich nur total knapp zusammengefasst. Bei unserer Lehrerin war es so, dass wir drei Vergleichspunkte gebraucht haben. Und da geht zum Beispiel sehr leicht Epoche, Aufbau, Struktur, Sprache, Gattung. Und dann noch eine Sache, mit der ihr in der Prüfung vielleicht mit einem besseren Gefühl startet, ist, bereitet euch einfach schon mal eine Einleitung vor, die ihr einfach aufschreiben könnt. Ich habe es so gemacht, ich habe spezifisch zu meiner Gattung, die ich schreiben wollte, mir einfach ein bisschen Hintergrundwissen und Expertenwissen angeeignet und das hätte sich auf jedes Thema anwenden lassen und das könnt ihr dann einfach vorbereiten und einfach, wenn ihr euch wohler fühlt, auswendig lernen und es aufschreiben und dann startet ihr schon mal mit einem guten Gefühl in die Abi-Prüfung. Und dann jetzt kurz und knapp noch zu Englisch. Also dieses Jahr liegen Englisch und Deutsch ja echt nah aneinander, aber das muss euch eigentlich wirklich nicht beunruhigen. Englisch ist, glaube ich, das Abi-Fach, das man mit der wenigsten Vorbereitung gut bestehen kann. Englisch war bei uns auch 2 Tage. Nach der Matheprüfung und da habe ich wirklich nichts gemacht in den 2 Tagen mehr für Englisch. Deswegen mein Tipp ist einfach, umgebt euch einfach ein bisschen mit Englisch fürs Listening, also hört vielleicht Podcasts auf Englisch oder schaut einen Film mal auf Englisch. Und ansonsten vertraut einfach, dass ihr die Sprache gelernt habt in den letzten paar Jahren und dann wird eure Leistung nicht extremst differenzieren in der Abi-Prüfung. Wir beenden das jetzt hier mal, das Video. Ich hoffe, ich konnte irgendwie helfen. Seid nicht zu aufgeregt, so das gesunde Maß. Ich wünsche vor allem meiner alten Jahrgangsstufe, die G9 gemacht hat, unglaublich viel Erfolg und Kraft für die Prüfungen. Und dann, ja, sehen wir uns hoffentlich. Wenn das Video dir geholfen hat oder gut zugesprochen hat oder du es einfach nur generell schön fandest, dann würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Und ansonsten war es das jetzt wirklich. Tschüss!